Herzlich willkommen zum 10. Input. Wir halten ein bisschen inne und beschäftigen uns heute mal mit ein bisschen Reflexion, Ideen und Strukturen auf einer anderen, abstrakteren Ebene. Aber es handelt sich immer noch um die Inhalte, um die wir uns eigentlich auch schon vorher beschäftigt haben. Und hier sehen Sie schon mal, wie wir einen anderen Blick beispielsweise auf Variablen werfen. Was sind denn nun unsere inhaltlichen Themen? Es soll um Variablen und deren Rollen gehen, zum Beispiel: Wie läuft eine Variable? Bleibt eine Variable immer gleich und was können wir davon abstrahieren für Rollen identifizieren? Wie war das eigentlich nochmal mit dem iterativen Vorgehen? Was ist die Grundidee in der Algorithmisierung, wann wir genau auf diese Art und Weise vorgehen? Und es soll um den Begriff Algorithmus gehen. Und hier sehen Sie einen Wegweiser für Algorithmen. Was sind die Ziele von dieser Betrachtung und von diesen verschiedenen Ideen? Damit sollen Sie in der Lage sein, ein vernetzendes Bild zu schaffen und Ihr Denken zu strukturieren, so dass Sie Ihre Denkstrukturen und die Denkstrukturen der Algorithmisierung in einen größeren Kontext setzen können, damit es nicht vereinzelte Wissensinhalte sind, die Sie nach und nach erfahren. Warum beschäftigen wir uns mit den Rollen von Variablen? Also die Idee dieser Thematisierung ist, dass Sie beim Modellieren und implementieren, also genau, wenn Sie sagen, okay, wie ich möchte etwas bestimmt speichern und ich möchte es auf eine gewisse Art und Weise machen, dass Sie von dieser Idee einen Plan entwickeln. Und hier kommen genau die Plan und Strategien, hier kommen genau die Rollen rein, damit Sie am Ende auch nicht einfach nur irgendwelche Zeilen runterschreiben und dann irgendwie versuchen, das noch hinzukriegen, sondern dass es strukturiert, reflektiert und zielgerichtet abläuft und demnach, dass Sie ein planvolles Modellieren und Implementieren haben. Und hier konzentrieren wir uns nun im Folgenden auf drei verschiedene Rollen, die ich jetzt Ihnen vorstellen werde. Die erste Rolle, die eine Variable einnehmen kann, bezeichnen wir mit Fixed Value und abgekürzt einfach nur Fix. Was ist das? Eine Variable, die mit einem festen Wert initialisiert wird und deren Wert sich im Programm nicht ändert. Deswegen auch nochmal, sie ändert sich nicht. Es ist wie, als hätten wir in diesen Marmorstein, den wir über den Namen Fixed, als Name der Variable ansprechen können, diesen Wert eingraviert und wir können ihn nicht mehr ändern. Es ist etwas quasi Fixed, also was fest und immer gleich bleibt. Und wir können uns das als kurzes Symbol, wenn wir uns Notizen machen wollen, als Erinnerung an diesen eingravierten Marmorstein, wo sich nichts ändert, einfach einen kurzen kleinen Marmorstein zeichnen. Und hier ist zum Beispiel eine Verwendung einer solchen Variable. Wir sagen, okay, int fixed, es ist 5 und es ändert sich nicht mehr. Ein anderes Beispiel haben wir schon kennengelernt und zwar bei der Schrittweite. Wir haben die Methode, dass unsere Roboter schneller laufen wollen. Da haben wir eine Schrittweite Step angegeben und die hat sich nicht mehr geändert. Wir haben mit ihr operiert und haben gesagt, es ist immer die gleiche Schrittweite. Die wurde durch unsere Eingabe einmal fixiert und damit wurde der Wert nicht mehr geändert. Unsere zweite Rolle, die eine Variable einnehmen kann, ist die des Steppers bzw. des Läufers. Also eine Variable, die eine Folge von Werten abläuft und die Werte der Variable können im Vorhinein bestimmt werden. Und wie passt diese Erklärung mit diesen Bildern zusammen? Also wir haben die Vorstellung des Ablaufens einer Treppe, also immer einen Schritt zum nächsten und wir können die genau abzählen. Und deswegen können wir einmal entweder eine Treppe hochlaufen oder wir können die Leitersprossen erklimmen. Und deswegen haben wir auch einmal hier unsere Leiter und unsere Treppe einmal als Symbole. Also quasi Schritt für Schritt, es geht Step by Step. So, wie können wir uns das jetzt mit unseren Erfahrungen miteinander verknüpfen? Nun haben wir genau, wie können wir denn hier jetzt so eine Stepper-Variable irgendwie feststellen? Wir haben jetzt zum Beispiel hier die Variable i. Das ist unsere Laufvariable. Das passt schon ganz gut mit Läufer zusammen. Was macht die? Wir wissen gar nicht, was hier unten passiert, aber wir wissen, wie sie langläuft. Sie fängt bei 1 an, geht dann, nachdem sie einmal hier alles durchlaufen hat, wird sie am 1 hochgezählt. Also jetzt ist sie 2. Also 1, 2, 3, 4. Sie läuft die Folge der Werte 1 bis 4 ab. Wenn wir nochmal zurückgehen, könnten wir uns das genau hier vorstellen. Leitersprosse 1,
Leitersprosse 2, Leitersprosse 3, Leitersprosse 4. Und so iteriert die Variable über die Werte 1 bis 4, also sie läuft sie ab und sie macht jedes Mal das Gleiche. Auf jeder Leitersprosse wird das Gleiche ausgeführt. Oder auch auf jeder Treppenstufe, wir können die Treppenstufen durchnummerieren, 1, 2, 3, 4. Das wird zum Beispiel eine längere Schleife, irgendwie noch 5 und 6. Wir sagen, auf jeder Treppenstufe machen wir das Gleiche. Und da haben wir quasi so eine Stepper-Läufer-Vorstellung, gerade weil wir etwas ablaufen. Da wird nicht irgendwas gespeichert, sondern wir wissen, da wird etwas abgelaufen, damit wir damit hantieren können. Und sowas können wir aber auch bei der Wildschleife machen. Wir können, weil diese zwei Schleifen, die Sie hier sehen, die Vorschleife und die Wildschleife machen genau das Gleiche. Wir haben unsere Initialisierung unserer Läufervariable vor der Wildschleife und sagen, solange der Wert von i kleiner als 5 ist, mache irgendwas und zähle dann i um 1 hoch. Das ist genau die Übersetzung von einer Vorschleife hier in eine Wildschleife. Und hier haben wir genau die gleiche Läufervorstellung. Sonst würden wir sagen, okay, hier haben wir irgendwie für alle von dann bis dann und hier solange der Wert von i kleiner als 5. Aber wenn wir diese Vorstellung haben, dieser Treppe, laufen wir hier genau die Werte von 1 bis 4 ab, genauso wie hier die Werte von 1 bis 4 ablaufen. Und mit dieser Vorstellung scheinen sie schon gar nicht mehr so unähnlich. Und nun kommen wir zu unserer dritten und letzten Rolle. Die nennen wir Most Recent Holder. Was bedeutet das? Also eine Variable, die einen bestimmten letzten Wert speichert bzw. hält, deswegen Holder, während eine Folge von Werten abgelaufen wurde. Was können wir uns darunter vorstellen? Wir können uns zum Beispiel fragen, wenn wir in unserem Kontext, wir haben unsere Streuobstwiese und wir wollen fragen, wie oft ist unser Roboter namens Alice denn eigentlich ausgewichen? Also ausweichen haben wir ja über die Methode Sidestep gemacht. Und jetzt können wir sagen, wir nehmen uns eine Variable, die nennen wir Sidestep Holder. Sie sollen diesen, also die Anzahl beinhalten, die initialisieren mit 0, denn wenn sie noch nicht aufgerufen wurde, ist sie ja 0. Dann machen wir irgendwas in unserem Code. Wir sagen, okay, wenn Alice nicht freie Sicht hat, also wir wissen, okay, sie hat einen Baum vor sich in diesem Kontext, dann muss sie ausweichen und wir erhöhen das. Genau, und dann haben wir jedes Mal unseren aktualisierten Wert in Sidestep Holder gespeichert. Und diese Vorstellung beinhaltet auch das Stichwort updaten. Also wir aktualisieren, wir updaten immer, was denn da drin ist. Und das diese Art von Vorstellung passt natürlich auf ganz unterschiedliche Arten von Kontexten. Wenn wir jetzt einmal von unserer Kunstwelt weggehen würden und sagen, wir hätten eine Liste von Zahlen, beispielsweise eine Liste von Klausurergebnissen, und sagen, was war denn das beste Klausurergebnis? Dann können wir sagen, okay, wir können alle Werte durchgehen und speichern uns immer den maximalen Wert, den wir bis dahin gefunden haben. Und wenn wir dann auf einmal einen größeren Wert gefunden, eine größere Punktzahl, würden wir den aktuellen Wert durchstreichen und darin den neuen speichern. Und alle diese Vorstellungen sind genau deswegen in einem bestimmten letzten Wert speichern, also in einem Most Recent Holder enthalten. Nun, nachdem wir die Rollen der Variablen abgeschlossen haben, möchten wir nochmal unser bisheriges Vorgehen über die Blockstruktur reflektieren. Also unsere Idee war bisher immer, dass wir gleiche Anweisungsblöcke zusammenfassen. Das haben wir beispielsweise über die Schleifen gemacht. Und die Denkoperationen, die dahinter standen, waren, wir erkennen Muster und abstrahieren davon. Also zum Beispiel, wir wollen ganz oft geradeaus laufen, hier in dem obersten grünen Block und sagen, okay, das können wir irgendwie zusammenfassen. Wir laufen ganz viel geradeaus. Dann wollen wir Münzen ablegen. Das machen wir nicht nur einmal, sondern wieder zum Beispiel in einer Schleife. Oder wir drehen uns, indem wir zum Beispiel rechts drehen, das müssen wir mit Linksdrehung machen. Also wäre hier dieser gelbe Block zu sagen, ah, wir rufen die Methode auf. Und so haben wir gesagt, okay, wir können verschiedene Einzeldinge zu Blöcken zusammenfassen, um eine Struktur reinzubringen. Und ganz ähnlich funktioniert das mit unseren Flowcharts, also mit unseren Flussdiagrammen ja auch, indem wir mehrere Sachen zusammen in Blöcke bringen. Nun wollen wir uns hier mal ein ganz verallgemeinertes Beispiel anschauen. Wir haben hier verschiedene Dinge, die wir machen wollen. Und zwar, wenn etwas grün ist, dann ist es etwas unerledigt und wir wollen am Ende alles erledigt haben. Und dann würde man beispielsweise intuitiv daran gehen, okay, für alle grünen Blöcke, das sind genau diese, das sehen wir sofort, muss ich sie erledigen und dann habe ich am Ende meine Probleme erledigt.
Also wie haben wir das gemacht? Wir haben also eine Auswahl der Teilmenge aller grünen Anweisungsblöcke, die unerledigt sind, genommen. Und damit haben wir das Was beschrieben, was soll gemacht werden. Es soll nämlich gemacht werden, alle grünen Blöcke müssen erledigt werden. Wir haben aber nicht das Wie angegeben. Und jetzt im Sinne der Algorithmisierung, so können unsere Computer in den Ursprüngen einfach nicht denken. Es ist keine spezifische Anweisung, sagen, wie vorgegangen muss. Also das Fokus liegt hier auf das Wie und nicht das auf das Was. Also wie komme ich denn von einem Schritt zum nächsten? Wie passiert das? Deswegen müssen wir unsere Lösungsidee zu einer Schritt-für-Schritt-Anweisung modifizieren. Was aber unser Computer und damit alle Dinge, die mehr als verallgemeinert irgendwie mit der Algorithmisierung sich beschäftigen, was sie richtig gut können, sind Zählen und Rechnen. Also was kein Problem ist zu sagen, wir nummerieren alle durch, das ist zum Beispiel das ITE und ich kann jetzt irgendwie, in dem Fall wäre das, zum Beispiel, wenn wir bei 0 anfangen zählen, 0, 1, 2, 3 und dann wäre hier I gleich 3 und dann gehen wir immer zum nächsten. Aber das könnte natürlich auch, das Ganze könnte ja nur ein Ausschnitt eines Problems sein, deswegen haben wir keine richtigen Zahlen hier, sondern schon unsere verallgemeinerten Zahlen. Dann ist es kein Problem zu sagen, naja, wir betrachten das mit der Nummer I und wenn der Block grün ist, müssen wir es erledigen und ansonsten gehen wir eins weiter, denn wir haben sie nummeriert. Also die große Idee ist die Nummerierung. Und so kommen wir schon in die algorithmische Denkweise rein. Jetzt haben wir schon sehr stark formalisiert, indem wir einmal das hier durchgehen. Also betrachte Anweisungsblock mit Nummer I, das ist der hier gerade einmal umstrichen ist. Ist der Block grün? Dann mache Folgendes und ansonsten gehe weiter zum Anweisungsblock mit der Nummer I plus 1. Und jetzt haben wir uns sehr nicht nur das Was angegeben, sondern vor allem das Wie. Und das ist genau unser, und das in einem iterativen Vorgehen, in dem wir immer fortlaufend weiterlaufen. Und auf diesem ganz allgemeinen Level, auf dem wir gerade sind, erkennen wir aber Sachen, mit denen wir uns die letzte Zeit beschäftigt haben. Nämlich dieses betrachtet irgendwie was mit Nummer I und geht dann weiter zum nächsten und macht immer das Gleiche in jedem Block. Das ist genau unsere eine Schleife über einer Variable I. Und was wir hier haben, ist Block grün, dann mache das, ist genau unsere bedingte Anweisung mit Bedingungen und Verzweigung, also unsere If-Struktur. Also hier erkennen wir auf diesem Niveau auf einmal die Sachen wieder, die, mit denen wir sie quasi modelliert und implementiert haben. Aber dahinter steht, dass wir bei der Algorithmisierung das Wie angeben müssen und dass das Was nicht ausreichend ist. Nun nochmal als letzten Block die Idee der Algorithmisierung. Was ist eigentlich ein Algorithmus? Das Wort Algorithmus ist eine Latinisierung und demnach eine Entstellung des Namens des persischen Rechenmeisters und Astronomen Abu Ja'far Muhammad ibn Musa al-Chirizmi und aus dem letzten al-Chirizmi kommt Algorithmi und da wurde Algorithmus. Und dieser Rechenmeister und Astronom wurde ungefähr um 780 geboren und ist zwischen 835 und 850 gestorben. Und er war noch dafür bekannt, dass er im Haus der Weisheit in Bagdad tätig war, was sie sich ähnlich einer Forschungseinrichtung mit interdisziplinären Wissenschaftlern vorstellen können, die antike Werke beispielsweise von Euklid übersetzt und auch verschiedene andere Sachen weiterentwickelt haben. Dieser Rechenmeister hat sich aber auch inhaltlich mit Algorithmen beschäftigt, und zwar indem er da schon genau definierte Rechenverfahren für bestimmte Probleme angegeben hat, die genauso eine Schritt-für-Schritt-Anleitung sind, die nicht nur das Was beschreiben, sondern vor allem das Wie. Und ebenfalls geht das Wort Algebra ebenfalls auf ihn zurück. Nun nochmal zur Frage, was ist ein Algorithmus? Und hier einmal ein Zitat aus der deutschen Wikipedia. Ein Algorithmus ist eine eindeutige Handlungsvorschrift zur Lösung eines Problems oder einer Klasse von Problemen. Algorithmen bestehen aus endlich vielen, wohl definierten Einzelschritten. Damit können sie zur Ausführung in ein Computerprogramm implementiert, aber auch in menschlicher Sprache formuliert werden. Bei der Problemlösung wird eine bestimmte Eingabe in eine bestimmte Ausgabe überführt. Nun sind für uns dann noch zwei weitere Eigenschaften interessant, nämlich erstens die Determiniertheit. Der Algorithmus muss bei denselben Voraussetzungen das gleiche Ergebnis liefern. Und der Determinismus.
Die nächste anzuwendende Regel im Verfahren ist zu jedem Zeitpunkt eindeutig definiert. Und das ist genau das, was wir gerade hatten bei diesem iterativen Vorgehen. Wir mussten alle Schritte jeden grünen Block durchnummerieren, damit es, was als nächstes anzuwenden, eindeutig definiert ist. Jetzt kommen wir nochmal zu diesen wohldefinierten Einzelschritten. Was verbirgt sich hinter dieser Formulierung? Dies sind zwei Beispiele von ihren Kommilitoninnen aus dem letzten Sommersemester, die Handlung Nudelkochen präzise beschreiben sollten im Sinne eines Algorithmus. Und nun schauen wir uns nur den Schritt an, Salz hinzufügen. Und jetzt können wir sehen, okay, Schritt 3 ist links, kochendes Wasser salzen, pro Liter Wasser ein Teelöffel Salz. Rechts sind alle Inhalte dieses Algorithmus aufgeschrieben, die sich nur mit dem Thema Salz hinzufügen beschäftigen. Und da steht zum Beispiel, als erstes in der Küche zum Vorratsschrank gehen und die Tür des Vorratsschrankes öffnen, um dann die Salzpackung hinauszufinden und so weiter und so fort. Und Sie sehen, es sind sehr unterschiedliche Beispiele. Und vorneweg, es geht nicht um die Wertung eines Beispiels, sondern diese wohldefinierten Einzelschritte hängen von der Adressatin ab. Wenn man schon über Grundkenntnisse des Kochens verfügt, ist links die Anleitung völlig ausreichend, während man rechts, jemand, der noch nie Nudeln gekocht hat, aber mit den Begriffen umgehen kann, würde man es sehr viel genauer und präziser. Also wie genau ein Einzelschritt definiert sein muss, hängt von den Adressatinnen ab. Und diese Beispiele haben wir aber auch in anderen MINT-Fächern, beispielsweise in der Mathematik. Da reicht für Schülerinnen beispielsweise, die das schon beherrschen, die Wortmarke, konstruieren sie eine Mittelsenkrechte. Wenn sie es noch nicht beherrschen oder wieder vergessen haben, dann muss dieser Schritt, eine Mittelsenkrechte konstruieren, nochmal in die einzelnen Bestandteile aufgeteilt werden. Oder in die Biologie, machen sie einen Stärkenachweis? Oder wie genau zum Beispiel ein Stärkenachweis mit einer Jod-Kalium-Jodid-Lösung funktioniert. Es kommt immer auf die Adressatinnen an. Und nun als letztes noch unser Bezug von diesem ganzen Algorithmus zu unserer Kunstwelt Fopbot. Wir haben eine didaktische Reduktion auf das algorithmische Denken. Im Sinne, wie Sie es merken können, was ein Algorithmus ist, Sie brauchen nicht die Definition, die ich Ihnen gerade gesagt habe, sondern merken Sie es vielleicht als eindeutige Handlungsvorschrift, die Sie sowohl sprachlich formulieren können, aber eindeutige Handlungsvorschriften können wir auch in unserer Kunstwelt als Computerprogramm schreiben. Und die Ein- und Ausgaben sind unterschiedlich. Bei den Methoden sind sie direkt explizit gegeben, wenn sie manchmal nur implizit über die Größe der Welt oder andere Parameter mitgegeben werden. Nochmal als Essenz: Algorithmisches Denken ist in unserer didaktischen Reduktion eine eindeutige Handlungsvorschrift.